In der Aufgabe 40 geht es darum, eine Ersatzkapazität einer Schaltung auszurechnen. So, und jetzt ist die Frage, wie sieht die Schaltung aus? Also hier oben sind irgendwie 5 Kondensatoren, so in einer Reihe, richtig? Der letzte ist auch noch, oder der letzte geht an sich nach unten. So, und hier unten ist das, dann sind 6. Also dann fehlt noch einer. Warte, dann muss ich jetzt mal hier gehen. Ist gut. 5 oben. Wohl, ich meine, den hätte ich doch jetzt hier eigentlich auch da lassen können, weil jetzt male ich einfach nur einen dahinter, richtig? So. Und dann gibt es einen hier und noch einen hier. Und dann sind die hier unten alle miteinander verbunden. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen rumgeschmiert, aber das ist egal. So, und dann ergänze ich mal, so wie das sein sollte, in dieser Schaltung hier noch überall die Lötpunkte. Und dann gibt es für drei verschiedene Zahlenwerte für die Kapazitäten, nämlich C1 sind 3 Mikrofarad. Das sind 4 Mikrofarad für C2 und hier haben wir 6 Mikrofarad. So, und dann gibt es bestimmt irgendwie ein System, irgendwas ist C1, irgendwas. Das ist alles C1. So, und das, was jetzt gesucht ist, ist, wie groß ist die Ersatzkapazität, wenn man jetzt hier vorne an diesen beiden Klemmen A und B messen würde. So, jetzt kann man sich wie immer fragen, was hat eine solche Schaltung für eine praktische Bewandtnis oder was könnte die für eine praktische Bewandtnis haben? Ja, also klar, Kondensatoren sind dazu da, um Strom zu speichern. Ja, ein Kondensator ist so wie so eine Elektronensparbüchse, da kann man eben Strom drin speichern. Also nicht allzu viel Ladung, aber zumindest geht die da schnell rein und raus. Und je nach so den Verlusten, die da drin, hält die sich auch nicht wahnsinnig lang. Aber um ne, im Milli- und Mikrosekunden- und vielleicht Sekundenbereich irgendwie ein bisschen Strom schnell bereitzustellen, dafür sind Kondensatoren auf jeden Fall ganz gut. Ja, so, und das ist sozusagen der Hintergrund von Kondensatoren. Jetzt ist ja die Frage, also wie würde man jetzt so eine Schaltung nennen? Ich würde die so Leiterschaltung oder Treppenschaltung oder so nennen, ne? Wenn man die sich jetzt wieder so aufmalen würde, dass alle Bauelemente in eine Richtung zeigen, dann würde da wie so eine Treppe rauskommen. Und so sieht es eben aus wie eine Leiter. Und jetzt ist die Frage, wo haben solche Treppenschaltung, Leiterschaltung, irgendwie eine Bewandtnis? Im Ghettounterricht? Ja, genau. Also nur mit Kondensatoren macht es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ich muss mir jetzt mal hier den Polylux oder den kleinen Overhead-Projektor hier, zum Glück haben wir überall noch einen rumzustehen, als Anschauungsobjekt holen. Also, wenn man jetzt sagen würde, das sind tatsächlich alles Kapazitäten. Ja, hier vorne würde ich irgendwie eine Quelle anschließen, hier hinten schließe ich irgendwie eine Last an und hier oben wären alles Induktivitäten. Dann wäre das ein gutes Ersatzschaltbild für ein Stück Kabel. Ja, aber wenn ich mir jetzt so ein Kabel angucke, sind ja hier 2 Leiter drin und jedes Stückchen Leitung hat immer ein bisschen Induktivität entlang der Leitung und jedes Stückchen Leitung hat immer ein bisschen Kapazität zwischen den Leitern, wie so ein kleiner Plattenkondensator. Und ja, und dann kann man mit solchen Ersatzschaltbildern kann man ganz gut Leitungsmodelle zum Beispiel aufbauen und sich Signalausbreitung entlang von Leitungen anschauen, insbesondere bei hohen Frequenzen und ja, bei schnellen Taktsignalen, also wenn man zum Beispiel irgendwie sich Signalausbreitung auf eine Mainboard von einem Computer anschauen würde. Ja, dann wäre hier der Prozessor angeschlossen und hier hinten meinetwegen auch ein Speicher und dann könnte man sich angucken, wie Taktsignale da hin und her laufen auf so einer Leitung. Genau, aber hier haben wir jetzt nur Kondensatoren, das wird jetzt nicht als Leitungsmodell funktionieren. So, dann
Ist so die nächste Frage, wie gehen wir da jetzt ran? Was machen wir jetzt Schönes? Genau, so wie wenn das ein Widerstandsnetzwerk wäre, wir arbeiten uns so von innen nach außen, wenn man so will, vor. Und da könnte, also würde mir jetzt vielleicht einfallen C1 und C3, da ganz hinten sind Reihe, also schafft man C1 parallel C3. Naja, so, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man das aufschreibt. Also die sind auf jeden Fall hier in Reihe geschaltet. Und jetzt könnten wir dafür eine Ersatzkapazität ausrechnen, 1, 3. So, und also die sind in Reihe geschaltet. Jetzt hatten wir so bei Widerständen, wenn man die in Reihe geschaltet hat, haben wir ein Plus hingeschrieben, weil man auch gleichzeitig Plus gerechnet hat, wenn man die in Reihe geschaltet hat. So, wenn man jetzt Kapazitäten in Reihe schaltet, rechnet man aber nicht Plus, sondern... Genau, man rechnet das Gleiche, wie wenn man Widerstände parallel schalten würde. Genau, und das könnten wir jetzt schreiben als 1 durch C1 plus 1 durch C3. Oder wir könnten das eben auch, ne, wenn man hier oben und hier unten mit dem jeweiligen Produkt aus den beiden erweitert, dann kommt hier oben C1 und C3 raus und hier unten würde sich C1 wegkürzen, hier würde sich das C3 wegkürzen, sodass da C1 plus C3 rauskommt. So, und dann können wir die Zahlenwerte einsetzen. C1 und C3 sind 6 und 3 Mikrofarad. So, was kommt dann raus am Ende? 2 Mikrofarad, weil wir 18 durch 9 haben, das sind 2 Mikrofarad, sehr gut. So, also kommt hier hinten für das raus, ich schreibe das mal hier so dran an meine blaue Strichelinie, 2 Mikrofarad. Ja, Mikrofarad ist auch ein kleines Fahrrad, ja. So. Jetzt könnte man sich vielleicht an der Stelle fragen, warum rechnet man denn bei Kapazitäten es genau andersrum als bei Widerständen? Also wenn ich eine Reinschaltung habe von Kapazitäten, dann rechne ich genau diese Rechenoperation, die man bei der Parallelschaltung von Widerständen hätte. Und wenn ich Kapazitäten parallel schalte, was ja der nächste Schritt ist, ja, hier schalten wir jetzt als nächstes ja das zu dem parallel, dann rechnet man auf einmal Plus und nicht mehr diese Operation. Ja. Ja. Oh ja, das ist eine sehr gute Analogie, auf die bin ich noch nicht gekommen. Aber also wenn man sich das mal so hier hinmalt, ja, wir haben jetzt eine Reinschaltung, wir haben eine Parallelschaltung. Und jetzt war die fantastische Analogie ist, ich hätte das jetzt so rumzeichnen sollen, sonst passt es nicht von der Richtung her, aber also das ist Strom. Ja, und das ist wie der Kaffee, der aus der Kaffeemaschine kommt. Wenn ich nur eine Tasse drunter stelle, dann ist die Tasse relativ schnell voll. Wenn ich zwei Tassen gleichzeitig drunter stelle, dann haben die beiden Tassen zusammen auf jeden Fall mehr Kapazität. Da passt mehr rein. Ja, so dass man in der Parallelschaltung, eben wenn ich das nochmal hier so hinschreibe, C gesamt ist eben C1 plus C2. So, und hier bei der Reinschaltung hatten wir ja gerade schon, da ist eben C gesamt dieses 1 durch C1 plus 1 durch C2. Okay, also mit der Kaffeetassenanalogie kommt man auf jeden Fall ganz gut darauf, dass
das hier mehr Kapazität haben muss, weil in zwei Tassen parallel mehr Kaffee reinpasst. So, ich glaube, diese Kaffeetassenanalogie versagt so ein bisschen hier, ja, weil das heißt ja jetzt, ne, der Strom fließt in die eine Tasse und dann irgendwie da raus und in die nächste Tasse rein und dann funktioniert es mit der Strom- und Kaffeeflussanalogie nicht so richtig gut. Ja, jetzt könnte man sich noch mal eine andere Analogie oder schon was mit Kondensatoren überlegen. Warum kriegt das mehr Kapazität und warum kriegt es weniger Kapazität? Gibt es noch eine Idee? Also im Endeffekt würde C1 ja erst durchleiten und C2 laden. Ja, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Also die laden sich schon gleichzeitig. Wenn ich jetzt hier Strom reinschicke, es ist ja eine Reihenschaltung, der Strom muss überall der gleiche sein. Also die werden praktisch beide gleichzeitig geladen. Es ist nicht so, dass erst der voll ist und dann wird der voll, sondern die werden gleichzeitig so ein bisschen voll. Das kann ich nicht begründen. Weil, wenn ich sage, da fließt ein Strom durch und ja, gleichzeitig laden, also muss die bewegte Ladung sich auch beide aufteilen. Nein, ja, aber das macht sie auch nicht so richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber dadurch, dass sie sich gleichzeitig aufladen, kann es ja auch sein, dass der Potenzialunterschied zwischen ja, also das ist bestimmt auch eine ganz gute Erklärung. Da müssten wir jetzt mal noch ein paar Formeln hinschreiben, um das irgendwie zu verstehen. Wenn ich mir jetzt einen solchen Plattenkondensator anschaue, ich mach mal hier so einen Strich dran. Wenn ich mir einen so einen Plattenkondensator anschaue, wie kann man von einem Plattenkondensator die Kapazität ausrechnen? Durch den Abstand, also ne, die Kapazität wird größer, je größer die Flächen sind, die Kapazität wird kleiner, je größer der Abstand ist und dann steht davor noch diese Permittivitätskonstante Epsilon, ja, die das Medium beschreibt, was hier zwischen ist und das Epsilon gibt praktisch an, wie gut das Material polarisierbar ist, wie gut das elektrische Felder speichern kann. Ne, und also das, für eine Spule bräuchten wir das μ irgendwie damit drin in so einer Formel. Das gibt eben die Durchdringbarkeit für magnetische Felder an und hier brauchen wir die Durchdringbarkeit für elektrische Felder. So, und jetzt wird das anhand von der Formel relativ offensichtlich. Wenn ich die parallel schalte, dann mache ich ja die Fläche größer. Wenn ich die Fläche größer mache, wird die Kapazität größer, also rechne ich plus oder es muss auf jeden Fall mehr werden. Hier habe ich hier einen Abstand und hier nochmal einen Abstand, hier mache ich den Abstand insgesamt größer, ja, weil die beiden Platten in der Mitte, die kann ich mir dann wie virtuell wegdenken oder zumindest könnte ich die beiden äußeren eben auf diesen Abstand zusammenschieben und dann würde da die gleiche Kapazität rauskommen und ein größerer Abstand macht eben eine kleinere Kapazität, deswegen wird die hier kleiner. So, und also das ist eine gute Analogie. Jetzt, oh, da hinten gibt es eine Frage. Ja, also Elektrolytkondensatoren verhalten sich tatsächlich so ein bisschen anders, weil wenn man einen Elektrolytkondensator so misst, der Elektrolytkondensator macht das eben noch mehr über eine chemische Reaktion da drin oder zumindest dieser Elektrolyt hat dann irgendwie einen großen Einfluss und deswegen funktionieren Elektrolytkondensatoren ja auch nur in eine Richtung. Ja, also Elektrolytkondensatoren, letztendlich, wenn ich die in ihrem Arbeitspunkt betreibe, funktioniert das aber trotzdem so wie hier. Also dann kann ich die auch so parallel schalten und dann diese Parallelschaltung sollte trotzdem schon ganz gut funktionieren. Ja, also vielleicht noch so ganz kurz zurück zu der ursprünglichen Frage, warum ist das jetzt bei Kondensatoren unabhängig von wie der Kondensator wirklich aufgebaut ist und ob das jetzt irgendwie Kaffeetassenanalogie gilt, warum ist das genau umgekehrt als bei Widerständen? Und zum Beispiel, wenn man jetzt Induktivitäten zusammenschaltet, bei Induktivitäten ist das wieder bei Widerständen. Ja, aber das sind ja auch Widerstände. Ja, die sind aus, aber ja, nee, ja, das...
Widerstände. Es sind alles keine Widerstände. Also gut, wenn ich eine Induktivität baue, die wirklich aus einem Draht und der Draht hat auf jeden Fall einen Widerstand. Aber ich meine, wenn ich jetzt so Kondensatorplatten nehme und die irgendwo anschließe, habe ich da ja auch ein Stück Draht dran. Der Draht hat auch einen Widerstand. Ja, aber die Kondensatorplatten eben an sich jetzt erstmal nicht oder zumindest nicht das Feld dazwischen. Also warum verhalten sich Induktivitäten bei den Zusammenschaltungsformeln wie Widerstände und Kapazitäten genau andersrum? Also ich denke, dadurch, dass wir jetzt Platten haben, ist es so, wie als würde der Draht ganz kurz richtig riesig werden. Ja, kann man. Also jetzt, eigentlich will ich auch am Ende nur auf eine Formel raus. Wenn man jetzt wieder, wenn man Widerstand ausrechnet, dann kann ja auch das Gleiche schreiben, so R ist U durch I. So, wie ist denn eine Kapazität definiert? Q durch U. Ja, also Ladung pro Spannung. Wie viel Ladung können wir pro Spannung auf einem Kondensator speichern? So, und Ladung ist Strom mal Zeit. Strom mal Zeit oder allgemeiner Strom integriert über die Zeit, aber wir könnten jetzt mal so ganz, wenn wir einen konstanten Strom haben, könnten wir hinschreiben I mal Delta T oder einfach I mal T. Ja, und allgemein, wir müssten darüber integrieren. So, und da sieht man schon mal, hier ist irgendwie U durch I, hier ist I durch U. Das ist genau dieses Reziproke. Ja? So, wenn man jetzt als letztes sich noch überlegt, wie ist das bei einer Induktivität? Wie ist eine Induktivität definiert? Aber war ja noch nicht in der Vorlesung dran. Ja, also das, dann kommen wir auf so eine Formel wie hier. Aber wie hängen Induktivität mit im weitesten Sinne mit Strom und Spannung zusammen? Also in einer, wir können jetzt so eine Analogie machen. Eine Kapazität speichert Ladung. In dem elektrischen Feld. So, eine Induktivität speichert ein B-Feld, genau, in dem magnetischen Feld. Und das Magnetfeld hat eine magnetische Feldstärke H. Das wäre äquivalent zu der elektrischen Feldstärke hier in dem Kondensator. Und es gibt eine magnetische Flussdichte B, die wäre äquivalent zu einer elektrischen Flussdichte, die würde man D nennen hier in dem Kondensator. Jetzt ist aber immer noch nicht so richtig das Äquivalent zu der Ladung. Das wäre der magnetische Fluss. Ja, und der kriegt so ein großes Phi ab als Formelzeichen. So, und also hier haben wir Ladung durch Spannung. Hier haben wir magnetischen Fluss durch den Strom. Ganz genau, durch den Strom, der diesen magnetischen Fluss erzeugt. So, und magnetischer Fluss ist auch, kann man auch, oder hat welche Einheit, kann man auch schreiben als näher fast. Also am Ende hier, für das L kommt am Ende Henry raus, genau. Also so wie hier Farad rauskommt, kommt hier als Einheit Henry raus. Eigentlich muss man jetzt nur, also das ist so eine Frage, kann man mit Quiz-Weißness lösen, weil hier haben wir U durch I, hier haben wir jetzt gesagt I mal T durch U. Also hier unten kommt einfach raus jetzt U mal T durch I. Ja. Und also hier ist das natürlich auch wieder so ein Integral über die Spannung, über die Zeit, die da induziert wird und so weiter und so fort. So, aber auf jeden Fall steht hier wieder was mit U durch I, so wie hier U durch I steht. Deswegen verhält sich eine Induktivität bei Rein- und Parallelschaltung wie ein Widerstand und eine Kapazität verhält sich genau andersrum, weil da eben nicht U durch I, sondern I durch U steht. Und dann kommt bei Induktivitäten noch dazu, dass die natürlich gekoppelt sein können. Also wenn ich zwei Spulen zusammenschalte, kann der Fluss von der einen Spule auch die andere Spule durchdringen und umgekehrt und so. Und dann gibt es noch ein paar andere nette Effekte. Okay, dann können wir zurück zur Aufgabe kommen und könnten jetzt, wie schon angesprochen, weitermachen mit, wir rechnen jetzt hier noch diese Kapazität C2
dazu. Und dann kriegen wir, weiß nicht, wie ich das jetzt schreibe, 1C213 raus. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir mit den Indizes umgehen, weil das natürlich jetzt irgendwie immer länger werden wird. Wir können auch einfach Buchstaben nehmen, dann. Das ist wahrscheinlich schlauer. So, was rechne ich jetzt hier Schönes? C2 plus C13 und das waren 2 Mikrofarad von da oben. Jetzt habe ich die Reihenfolge vertauscht, aber egal. Und das sind 4 Mikrofarad. Und dann kommen da 6 Mikrofarad raus. So. Gucken, wie viele Farben ich hier noch habe und hinbekomme. Dann geht es jetzt weiter. Jetzt machen wir das Ganze bis zu diesem hier. Ja, also sozusagen von diesen beiden Klemmen hier rein. Das nenne ich jetzt, es wurden Buchstaben vorgeschlagen, nennen wir es einfach CA. So. Das CA rechne ich jetzt wie aus? Also jetzt, wir hatten schon diesen hier ausgerechnet, jetzt kommt noch C1 dazu. Genau, also wir rechnen wieder diese Parallelschaltungsoperation wie bei Widerständen. Und also zu unserem vorhandenen C213 kommt der Widerstand C1 dazu und ich schreibe das wieder in diesem Produkt durch Summe-Notation hin. Und dann können wir gucken, das sind wieder 6 Mikrofarad. Das C1 sind wieder 3 Mikrofarad. Und 6 mal 3 durch 6 plus 3 ergibt wieder 2 Mikrofarad, weil das sind wieder 18 durch 9. Ja, und also man kann immer jeweils die Mikrofarad aus dem Nenner mit einem Mikrofarad aus dem Zähler kürzen. So, und jetzt könnte man sagen, jetzt wird es so langsam so ein ganz bisschen langweilig. Jetzt nehmen wir den nächsten Kondensator hier wieder mit dazu und rechnen aus Sicht dieser Klemmen die nächste Ersatzkapazität aus CB. Und das ist CA plus C2 und das sind wieder 2 Mikrofarad plus 4 Mikrofarad. Das ergibt wieder 6 Mikrofarad. Und dann können wir, glaube ich, hier an der Stelle schon fast ein bisschen abkürzen und sagen, okay, das nächste nennen wir CC. CC ist dann das gleiche wie CA. So, jetzt nehme ich einfach wieder Weiß als Farbe. So viele verschiedene Farben gibt es hier gar nicht. Obwohl, grün kann ich noch nehmen. So, nehmen wir noch Grün. Also an der Stelle hätten wir jetzt ein CD. CD ist dann wieder das gleiche wie CB. So, und ich meine jetzt, vielleicht bleibe ich jetzt bei diesen Farben. Also, wenn man das Ganze bis hier macht und sich hier wieder die Ersatzkapazität anschaut, die nenne ich CE, dann ist CE wieder das gleiche wie CC oder auch CA. Und dann kann man noch weitermachen und noch die mit dazu nehmen. Der nächste Buchstabe nach E ist F. Und CF ist dann wieder das gleiche wie CD und das ist das gleiche wie CB.
Und dann kommt hier oben wieder die gleiche Kapazität dazu. Und dann sind wir schon hier vorn angekommen und können sagen, die Ersatzkapazität CAB sollte wieder genau diesen gleichen Wert haben, also das gleiche wie CE, CC, CA. Und das sind 2 Mikrofarad. So, was gibt es dazu für Fragen? Sag nochmal. Also wenn man das jetzt so tatsächlich so bauen würde, wäre das so ein bisschen Materialverschwendung. Manchmal baut man natürlich trotzdem auch in der Praxis so ein bisschen wüste Zusammenschaltungen, weil, naja, also zum Beispiel, ne, wir haben jetzt gelernt, wenn ich 2 Kapazitäten parallel schalte, wird die Ersatzkapazität größer. Wenn ich die dann wieder in Reihe schalte, wird die Gesamtkapazität kleiner. Aber natürlich, wenn ich das jetzt hier versuche auf, weiß nicht, 1000 Volt aufzuladen, dann habe ich jeweils ja über jedem Kondensator nur 500 Volt. Und es ist praktisch schwierig, kann man sich so ein bisschen auch an der Formel überlegen. Also wenn ich große Kapazitäten bauen will, dann brauche ich eben große Flächen und kleine Abstände. Und kleine Abstände machen aber gleichzeitig, dass ich eine große elektrische Feldstärke bekomme, weil die Feldstärke ist auch einfach Spannung pro Abstand. Und dann kann das eben durchschlagen, ganz genau. Ja, so. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, große Kapazitäten zu bauen, auch für große Spannungen, die dann eben nicht durchschlagen. Ja, muss man irgendwie geschickte Materialien nehmen als Isolator, die eine große Durchschlagfestigkeit haben und so weiter. Naja, ein Elektrolyt ist, ich bin jetzt auch nicht der Super-Experte für Elektrolytkondensatoren, aber ein Elektrolyt ist, glaube ich, ich würde mal hier die Verdunklung hier ein bisschen, aber die Lichtreflexion kommt doch noch von einem anderen Fenster rein. Ja, also ist auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung, sozusagen große Kapazitäten für große Spannung zu bauen. Deswegen macht man manchmal sowas und schaltet eben 2, 3 Kondensatoren in Reihe, damit man die Spannungsfestigkeit erhöht. So, und was passiert dabei natürlich? Die Gesamtkapazität nimmt ab. Ja, also wenn ich Mikro und Mikrofarad in Reihe schalte, dann kriege ich ja nur ein halbes Mikrofarad hin. Jetzt kann ich natürlich, aber ich habe die doppelte Spannungsfestigkeit. Ja, und jetzt kann ich natürlich die nehmen und wieder parallel schalten. Dann habe ich 4 Kondensatoren zwar benutzt und verbraucht und verbaut in meiner Schaltung, aber ich kriege eben die gleiche Kapazität hin mit doppelt so viel Spannungsfestigkeit. Ja? Zum Beispiel. Ja, so. Und dann sieht man auch mal in Schaltungen ganz gern, dass man wirklich so mehrere Kondensatoren parallel hat, im Sinne von, ich habe ein Mikrofarad, dann habe ich ein 0,1 Mikrofarad oder sozusagen 100 Nanofarad, dann habe ich nochmal ein 10 Nanofarad und nochmal ein 1 Nanofarad parallel. Und jetzt könnte man sich überlegen, naja, was soll mir das bringen? Weil die Gesamtkapazität ist ja dann sozusagen 1,1111 Mikrofarad. Und warum nehme ich denn nicht gleich irgendwie ein bisschen mehr, wenn ich irgendwie mehr brauche? Und da hängt das dann damit zusammen, dass diese Kondensatoren natürlich auch parasitäre Eigenschaften haben. Also die haben eben aufgrund des Dielektrikums, aufgrund der Verluste da drin, aufgrund dieser Anschlüsse und so haben die eben auch einen äquivalenten Serienwiderstand und die haben zum Beispiel auch eine parasitäre Induktivität. Und diese parasitäre Induktivität führt dazu, dass der Kondensator eben nur bis zu bestimmten Frequenzen oder bis zu bestimmten Schalt- und Anstiegszeiten wie ein Kondensator wirkt und danach eigentlich eher wie eine Spule wirkt. So, und und wenn ich jetzt einen kleineren Kondensator dazu parallel schalte, dann hat der zwar weniger Kapazität, aber der hat auch eine höhere Eigenresonanzfrequenz oder der hat eben viel weniger parasitäre Induktivität. Und dann habe ich eben einen großen Kondensator, der speichert bei tiefen Frequenzen viel
Und dann habe ich eben einen kleineren Kondensator, der funktioniert trotzdem bei hohen Frequenzen noch. Und dann habe ich einen noch kleineren Kondensator, der funktioniert bei noch höheren Frequenzen noch einigermaßen wie ein Kondensator. Ja, und dann baut man sozusagen so eine Parallelschaltung auf, die dann über weite Frequenzen wie ein Kondensator funktioniert. Und wenn man nur diesen einen hätte, wäre der zwar ziemlich groß, aber würde nur für tiefe Frequenzen oder für langsame Takt Schaltzeiten funktionieren.